Fitnessloft und zeitgemäß. Eine ganz tolle Aktion. Wir haben schon mal drüber berichtet. Ich sag erstmal guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Stell dich noch mal kurz vor, bitte. Mein Name ist Pia Bauer und ich bin die Inhaberin von zeitgemäß. Genau, und in zeitgemäß, das sind wir heute. Ich denke mal, du wirst uns gleich ein bisschen auch deinen Laden zeigen. Aber erstmal geht es um die Aktion, die du gemeinsam mit Fitnessloft hast. Ja, wir wollen euch zeigen, wie wichtig es ist, wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt und dass einfach Fashion dann noch viel mehr Spaß macht mit dem richtigen Training. Genau, Fashion, das ist dein Part und hier ist noch jemand, der ist dann fürs Training zuständig. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Marco, erzähl mal von der Aktion. Ja, wir kooperieren ja schon ganz lange miteinander und haben dabei festgestellt, dass wir ganz viele gemeinsame Kunden haben, die sowohl bei mir im Fitnessstudio trainieren, als auch bei der Pia ihre Klamotten einkaufen, ihren Schmuck, sich beraten lassen. Und da haben wir gedacht, das ist doch eigentlich total cool. Da zeigen wir mal, wie schön es ist, wenn man einen richtig schönen durchtrainierten Körper hat oder auch sich verbessert, abnimmt und wie toll man dann in dem richtigen passenden Outfit, das dann liebevoll ausgewählt wird, aussieht. Und das haben wir auf die Beine gestellt und haben auch schon ganz viele Leute, die da begeistert mitgemacht haben. Und wie es der Zufall so will, ist hier ganz zufälligerweise eine Kundin, sowohl von zeitgemäß als auch von Fitnessloft. Guten Morgen, grüß dich. Guten Morgen. Wenn auch du dich mal ganz kurz vorstellen magst. Mein Name ist Uschi Paul und ich arbeite ab und zu im zeitgemäß und bin Mitglied im Fitnessloft. Was noch viel verrückter ist, du hast es mir gerade eben schon verraten, du bist schon ganz lange im Fitnessloft Mitglied. Ja, ich habe hier schon das Baustellenfest mitgemacht, 2000 und bin Mitglied, also ich trainiere seit 2001 regelmäßig. Also man kann sagen, du bist Mitglied der ersten Stunde sozusagen. Genau. Oh, da stehe ich nach ein paar Fragen, weil da kannst du natürlich ganz viel erzählen, wie sich alles verändert hat, wie es am Anfang Fitnessloft war, wie es heute ist, da kommen wir später nochmal drauf zu. Jetzt geht es erstmal um die Aktion und, das weiß ich auch schon, auch du hast bei der Aktion schon mitgemacht. Ja, ich war eine der ersten, die ein Foto im Studio gemacht hat und ein Foto mit Pia zusammen. Genau, und das Ergebnis, das sehen wir jetzt auch hier im Beitrag. Jetzt werden gleich die Bilder eingeblendet. Wie findest du die ganze Aktion? Ich finde die Aktion ganz cool und es macht auch unheimlich Spaß, weil ich gehe gern ins Fitnessstudio und komme auch gern hierher kaufen und arbeite auch ab und zu hier. Ja, das passt ja alles wunderbar zusammen. Die ganze Aktion, wie ist die Resonanz bislang? Ja, die ist super, das freut mich auch mega. Die Leute haben richtig Lust darauf, also Mitglieder, Kunden, Trainer, Team. Ja, es macht richtig Spaß und alle sind ganz begeistert dabei, was mich natürlich auch richtig freut, wenn man sich sowas überlegt und denkt man ja vielleicht auch, oh, haben die Leute überhaupt Interesse daran? Aber es kommt super gut an, ja, freue ich mich sehr. Ich habe schon ein paar Bilder mehr gesehen. Marco und Pia hat es auch schon gesagt, auch hier vom Team machen ganz viele Leute mit. Ja, ist voll cool. Ganz viele Trainer haben auch schon mitgemacht. Und die fanden das auch total toll, dass man nicht immer nur das anstrengende Training zeigt, das vielleicht nicht so viel Spaß macht, sondern dass man dann mal die Ergebnisse zeigt. Weil das ist ja so ein bisschen wie Zähneputzen. Das Zähneputzen selber, das macht nicht unbedingt so wahnsinnig viel Spaß. Aber wenn man dann schöne, gesunde, strahlende Zähne hat, dann freut man sich den ganzen Tag dran. Ne? Und so ist das ja mit dem Training genauso. Ne? Das Training macht vielleicht nicht allen den mega Spaß. Aber wenn man sich dann wohl fühlt, fühlt sich wohl in seinem Körper, fühlt sich wohl in seiner Figur, fühlt sich auch wohl, wenn man mal was Figurbetontes anhat, dann macht das richtig viel Spaß, wo man sich den ganzen Tag drüber freuen kann. Und das wollten wir in der Aktion mal zeigen. Okay, den Vergleich, den lassen wir jetzt mal auf der Zunge zergehen. Trainieren ist wie Zähne putzen. Pia, erzähl noch mal ganz kurz, die Kooperation besteht ja aus mehr. Es gibt ja auch einige Vorteile. Ja, natürlich. Also zum Ersten gibt es halt den Vorteil, wenn man schon Mitglied ist und kauft hier oder hat einen Bon ab 150 Euro, dann gibt es noch einen Gutschein für Getränke im Fitnessloft. Oder wenn man sich jetzt entschließt, man meldet sich im Fitnessloft an und dann gibt es von uns einen Gutschein im Wert von 50 Euro für das erste neue Outfit quasi. Wahnsinn, also eine ganz, ganz tolle Kooperation. Von der habt natürlich nicht nur ihr was, sondern natürlich eure Kunden. Ja, ganz genau, weil die sollen ja auch nicht hier jetzt was für uns machen, wir wollen ja dann auch was für unsere Kunden machen und das, was wir können, so an kleinen Goodies, das geben wir natürlich auch gern weiter.
Pierre, nochmal kurz zu dir. Vom Fitnessloft haben wir jetzt schon ganz, ganz viel gesehen. Wir haben gezeigt, der ganze Umbau, die Neueröffnung. Wir sind schon durch den ganzen Land gegangen. Magst du mal kurz durch dein Geschäft führen? Ja, klar, sehr gerne. Ja, einfach mitkommen. Wir sind hier an der Berliner Promenade, ganz zum Schluss beim Hotel Mercure. Haben hier sehr großzügige Räume, in der wir unsere ganze Kollektion zeigen. Wir haben auch noch eine Kooperation mit Feinkost, mit der Fruchteria aus der Mainzer Straße, also ein bisschen im Food-Bereich. Wir sind immer bemüht, individuelle Sachen zu haben, kleine Kollektionen, die nicht überall liegen. Und wir nehmen uns halt auch ganz viel Zeit, haben hier auch hinten einen großen Tisch, da kann man Kaffee trinken, auch gern mal ein Sekko trinken und sich in Ruhe einfach auch beraten lassen, vielleicht mal einen neuen Look ausprobieren und so ein bisschen den Alltag einfach auch vergessen. Das heißt, da bist auch du dann zuständig, du und dein Team, von wegen, um nicht nur die Damen, auch die Herren zu beraten. Genau, auch die Herren werden oder finden bei uns ein Outfit. Ist das jetzt eher für, ja, welche Zielgruppe sprichst du hauptsächlich an? Wir haben eigentlich von Alter her zum Beispiel von bis, also ich habe Kunden, die sind 18 und habe Kunden, die sind über 80, witzigerweise. Eigentlich auch wieder so wie im Loft halt, eine ganze Bandbreite und wir bedienen auch eigentlich ganz viele Looks. Man kann auch einen Basic-Look suchen oder was für einen Alltag, man kann aber auch was ganz Festliches finden. Und wir sind immer bemüht, ja, so ziemlich jedem gerecht zu werden. Ja, ich habe gerade eine ganz tolle Idee. Wir sehen ja den Marco, den haben wir jetzt schon ganz oft gesehen hier, immer in seinem sportlichen Outfit, was ihm natürlich auch sehr gut steht. Aber wenn wir schon mal hier sind, was würdest du den Marco zum Beispiel jetzt empfehlen? Was würde denn super gut zu Marco passen? Also zu Marco, dem würde ich jetzt ja mal einen Anzug anziehen. Ne? Also er hat ja immer Sportsachen an, was ja auch richtig ist, aber so ein richtig cooler Anzug. Ja, vor allem habe ich einen gekauft im Frühjahr. Der ist so super, weil ich habe immer das Problem, ich finde die Anzüge, die sind an den Oberschenkeln zu schmal. Oder ich muss dann so altmodisch hässliche Anzüge anziehen und hier spannend an der Brust. Ich habe noch nie einen Anzug gehabt, der so einen tollen Schnitt hat. Also es ist wirklich total super Schnitte, die dann sportlich aussehen und Figur betont, auch wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so Size Zero hat. Wir sind jetzt gerade in der, ich nenne es mal Herrenabteilung, vielleicht gehen wir auch hier mal ganz kurz durch. Ja. Und vielleicht zeigst du mal so einen Anzug, der dem Marco passen würde. Ja, ein Anzug, der dem Marco passt, das weiß ich. Zum Beispiel der. Ganz ein schmaler Schnitt, also modern geschnitten und trotzdem sehr bequem. Ich glaube, der Marco kann es bestätigen, ja, weil genau den hat er auch gekauft. Das ist der, den gekauft hat. Grau. Genau. Grau. Ja, vielleicht sehen wir auch mal ein Bild von dir dann im Anzug, Marco. Das wäre doch was für die ganze Aktion, falls du nicht selbst schon mitgemacht hast. Nee, ich bin noch, steht noch aus, aber es kommt auf jeden Fall noch. Klasse. Also das ist wirklich für jeder Mann, ja, jede Frau ist hier bei dir was dabei. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, wie gesagt, immer bemüht, dass wir für jeden was finden. Und wollen das ja auch mit der Aktion dann nochmal zeigen, mit den ganzen unterschiedlichen Typen, mit ganz unterschiedlichen Outfits eben an. Ja. Uschi, du hast ja schon gesagt, du bist nicht nur Kundin, du bist auch ab und zu mal hier, hilfst dir aus. Ja. Was ist das Besondere hier an Zeitgemäß? Also mir gefällt das gut mit den Kunden und auch die Kunden oder Kundinnen zu beraten. Ich sage auch mal, nein, das würde ich mir nicht kaufen. Und wir haben eigentlich für alle Größen was. Für Frauen und für Männer, finde ich. Ist für alle was da. Jeder wird hier was finden. Jeder wird hier, wünsch gehört, beraten und dementsprechend auch ja schick eingekleidet. Genau, schick eingekleidet und die Konfektion ist auch so, man findet das in der Stadt nicht mehr, weil Pia kauft auch meistens immer nur ein oder zwei von jeder Größe zweimal die Sachen, dass nicht jede Frau damit rumläuft und das finde ich auch ganz toll. Ja, ist auch wichtig, man möchte ja nicht von wegen, egal ob Geburtstag oder sonst über die Öffentlichkeit, immer dann plötzlich verglichen werden, der steht das aber besser, oder? Das versuchen wir auf jeden Fall, dass man die Sachen dann nicht nochmal trifft auf dem Fest, ne? So, Marco, das heißt, jetzt haben wir schon erfahren, auch du bist gerne Kunde hier. Ja, absolut, auf jeden Fall, weil das Traurige ist, so wirklich schöne kleine Läden, individuelle Läden, die was Besonderes sind, nicht so ein Konzept von der Stange, das gibt es ja nicht mehr viel in Saarbrücken. Und da bin ich natürlich echt froh, dass wir das hier noch haben. Das ist ja wie so ein Juwel, das man sich auch bewahren muss.
Das Tolle ist ja, von wegen gerade bei euch, also ihr kooperiert nicht nur jetzt in dieser Aktion miteinander, nein, also ihr profitiert auch so von dem Miteinander, von wegen so, du findest hier tolle Klamotten, du kannst schön trainieren gehen. Ich gehe schön trainieren und dann muss man ja noch sagen, wir haben die Kooperation mit Fitnessloft ja schon ganz lange für Mitglieder. Mit Vorzeigen der Fitnessloft-Karte gibt es bei jedem Einkauf auf nicht reduzierte Ware 10%. Oh, das wird immer besser. Es gibt ja immer mehr, die Aktion wird ja immer größer. Was will man noch mehr erwarten? Also auf jeden Fall, die Aktion ist genial und wie man sieht, es lohnt sich auf jeden Fall, sei es hierbei zeitgemäß, ja, Kunde zu sein oder Fitnessloft Kunde werden oder zu sein, man hat auf jeden Fall was davon. Pia, falls es jemand noch nicht weiß, wo findet man denn zeitgemäß? Zeitgemäß findet man in der Hafenstraße 6 bis 8 in Saarbrücken beim Hotel Mercure zur Promenadenseite hin, zur Saarseite hin. Wie sind deine Öffnungszeiten? Von 11 bis 19 Uhr und Samstag von 11 bis 18 Uhr. Aber montags ist geschlossen? Montag ist geschlossen. Ja, Montagsruhetag, ansonsten Dienstag bis Samstag einfach mal vorbeikommen, sich beraten lassen und hier ja, ein ganz tolles Outfit finden. Uschi, zu dir nochmal. Haben schon erfahren, du bist schon Mitglied im Fitnessloft von Anfang an. Ja. Wie sind so deine Erfahrungen im Fitnessloft? Ich habe sehr gute Erfahrungen und ich komme auch gern dorthin. Und seit Marco das hat, ist das auch alles viel familiärer. Und es gefällt uns allen besser, seit dem, also in privater Hand ist, finde ich, ist meine Erfahrung. Marco. Ich bin natürlich froh. Da sage ich jetzt natürlich nichts dagegen. Was soll man auch so sagen? Jetzt du musst natürlich noch sagen, wo man das Fitnessloft findet. Das Fitnessloft findet man in der Mitte der Bahnhofstraße, über dem Optiker Vielmann in der dritten und vierten Etage. Genau, und deine Öffnungszeiten sind aber Montag bis Sonntag. Meine Öffnungszeiten sind 365 Tage im Jahr, also trainieren kann man immer. Wunderbar, einfach mal vorbeikommen. Ja, dann sage ich euch nochmal vielen Dank für die, ja, für das nette Interview, für das Gespräch. Wir werden ja auch immer wieder, wir haben jetzt immer wieder mal Bilder eingeblendet von der ganzen Aktion und man kann einfach nach wie vor immer noch mitmachen und eben Teil dieser tollen Aktion werden. Der Januar ist ja noch lange. Genau, das Ganze geht nämlich auf jeden Fall den ganzen Januar und wer weiß, vielleicht geht es sogar noch ein bisschen länger. Wir werden es erfahren. Vielen Dank euch drei nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.